Russland ist eines der wenigen Länder, das kaum flächendeckende Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus angeordnet hat. Präsident Putin machte sich jetzt in einem Moskauer Krankenhaus selbst ein Bild von der Lage. Um die Stationen betreten zu dürfen, musste auch der Kreml-Chef Schutzkleidung anziehen. Die behandelnden Ärzte warnten ihn eindringlich, dass die Seuche außer Kontrolle geraten könne. Putin lobte die Arbeit der Mediziner und zeigte sich beeindruckt. Zuletzt hatte er mehrfach betont, seine Regierung habe die Lage im Griff. Tests werden in Russland bislang kaum durchgeführt.